Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen bedeutet für mich, dass ich als Arzt Mitverantwortung trage für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Klimaschutz ist immer auch Gesundheitsschutz. Und daher ist es eine ärztliche Pflicht, die gesundheitliche Bedrohung durch den Klimawandel aufzuzeigen und auch Gegenmaßnahmen einzufordern. So setzt sich die Bundesärztekammer dafür ein, im Gesundheitssektor bis zum Jahre 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Ein weiteres Beispiel ist der von uns initiierte Hitzeaktionstag, den wir in diesem Jahr zum zweiten Mal durchführen. Er soll dabei helfen, Deutschland besser auf die gesundheitlichen Gefahren durch Hitzewellen vorzubereiten.